Sie haben diese Welt geschaffen und Sie sind für sie verantwortlich. Der Mensch war immer auf der Suche nach etwas jenseits allen Schmerzes, jenseits von Angst und Leid. Gibt es etwas Ewiges, etwas, das jenseits der Reichweite des Denkens liegt? Diese Frage wurde seit ältesten Zeiten gestellt. Fragen auch Sie diese Frage? Um sich tief, nicht oberflächlich mit dieser Frage zu befassen, muss es totale Freiheit geben. Nicht Freiheit von dem einen oder anderen, sondern Freiheit als Ganzes, Freiheit an sich. Wenn also dieser Raum vorhanden ist und die Leere und dadurch immense Energie, Energie ist Leidenschaft, Liebe, Mitgefühl und Intelligenz, dann gibt es diese Wahrheit, das, wonach der Mensch seit Urzeiten auf der Suche war. Und es gibt keinen Weg zu ihr, nur eigene Selbsterkenntnis, erforschen, studieren, lernen.